Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario Wonder. In der letzten Folge haben wir Welt 3 abgeschlossen und sind dann wieder zu den Blüteninseln hergegangen und könnten uns jetzt rein theoretisch aussuchen, zu welcher Welt wir gehen. Weil wir könnten jetzt tatsächlich aussuchen, ob wir zu Welt 4, 5 oder 6 als erstes gehen. Aber wir machen es natürlich in chronologischer Reihenfolge. Das heißt, wir gehen natürlich als nächstes zur wolkenlosen Wüste. Aber wir können tatsächlich jetzt aussuchen, ob wir Welt 4, 5 oder 6 als erstes machen. In welcher Reihenfolge. Das finde ich schon geil. Aber naja, ich habe auch wieder einen Charakter gewechselt. Wie ihr seht, wir sind wieder mit Peach unterwegs. Okay, das ist ein neues Element hier. So wie der Bohrer. Aha. Aha. Ich habe doch... Den Bohrer habe ich nicht mal erklärt bekommen und ich verstehe schon, wie es funktioniert. Boah, Alter, dieses Ding hier, ne? Jetzt habe ich einen Bohrer drin. Ach du Heilige. Okay, wie komme ich hier weiter? Okay. Gut, natürlich so. Dann hier durch. Ich kann auch an der Decke schwimmen. Alles klar. Dürfte das hier zwei sein? Das ist nicht meine Starcoin hier wert, als ob. Warum ist das kein Starcoin wert? Gut, hier. Komm, hier ist echt keine Starcoin drin. Und der keucht nur. Ganz sicher übersehen. Ach komm, echt jetzt? Bro, ich hab safe irgendwas übersehen. So. Ach komm, fahren wir einfach mal weiter. Sieht doch aus, als wäre hier was. So ist da nix. Komm her. So geht es also hoch und ich hoffe, dass es da können wir 2. Und nicht 3. Weil sonst weiß ich echt nicht, ne? Ist tatsächlich Nummer 2. So. Danke, dass es 2 ist und nicht 3. Ach du Kacke. Gut. Gut. Thank you.
Gut, einfach mitnehmen. Ach du heilige Scheiße, was ging denn hier jetzt gerade ab? Okay. Toll gemacht. Auf jeden Fall das schon. Das heißt, wir brauchen nur noch die dritte Starcoin. Da haben wir sie schon. Ach du Kacke. Moinsen. Als ob ich einfach den hier machen hätte können. Hätte hier oben lang gehen können. Ja, moin, dass ich das tatsächlich machen kann. Naja, dann schließen wir mal dieses Level ab. Haben ein neues Item kennengelernt, und zwar den Bohrer. Auch nicht schlecht. Und haben damit das erste Level wieder abgeschlossen. Gut. Höhle der Juwelenblöcke. Mal gucken, vielleicht kommen wir jetzt schon, also heute definitiv noch in Welt 4, aber trotzdem, können wir jetzt schon betreten? Ich glaube schon, ja. Aber hier ist tatsächlich kein Level mehr. Die Wüste ruft. Versorge dich hier mit allem, was man für eine Reise in die wolkenlose Wüste braucht, und blühe auf, lieber Kunde. Erstmal gibt es hier Wundersamen. Perfekto. Ich kaufe jetzt einfach mal ein paar Zufalls. Doppel. Bora Peach haben wir gerade an. Seifenblasen Peach auch neu. Und das war's. Ich hoffe halt einfach, dass die in der Spezialwelt nicht doppelt werden können. Oder das dauert. Sonst ist es extrem oft farmen hier. So, dann rein in Welt 4. In die wolkenlose Wüste. Und hier ist wieder Bowser Jr. am Start. Die wolkenlose Wüste ist trocken und wüstig. Ich brauche das ganze Wasser unbedingt für mich selbst. Sollen die anderen doch Durst haben, aber ich jedenfalls nicht. Das ist jetzt der Grund, warum Bowser Jr. hier alles besetzt. Echt jetzt? Weil er den anderen kein Wasser geben will? Wolkenlose Wüste. Das ist also die wolkenlose Wüste. Weißer Sand, soweit das Auge blickt. Die Dünen strahlen in den Sonnen. Im Palast hier sollte es einen weiteren Königssamen geben. Puh, hier ist es ganz schön heiß. Aber wir müssen weitermachen. Drücke L, wenn du die Karte sehen möchtest. Vorsicht, weiß ich. Auf jeden Fall muss ich auf jeden Fall mal gucken wegen Welt 3. Anscheinend habe ich da irgendwas übersehen. Ja, wenn ihr jetzt hier guckt auf Welt 1 und Welt 2, ist jeweils ein Stempel ein grüner neben den Samen, aber in Welt 3 nicht. Das ist irgendwas, habe ich wahrscheinlich in der Königssamenvilla nicht, weil da ist kein Stempel. Wenn wir gleich sehen, wenn bei dem Haus jetzt hier drin ein Stempel auftaucht, wenn ich durch bin, dann... Moment, das ist nicht mein Haus. Hä? Doch, ist ein Haus. Oh, ich bin ja so durstig. Wo ist denn das ganze Wasser? Oh, Prinz Florian, ich kann dir nicht mal ein Glas Wasser anbieten. Dieser Wüstling hat sich hier in der wolkenlosen Wüste breit gemacht und fast jeden Tropfen Wasser gestohlen. Bitte, du musst uns helfen. Bitte bring uns das Wasser zurück, und wenn er dich nützlich sein kann, nimm diesen Wundersamen. Welch üble Lage. Schnell, wir müssen zum Palast und das in Ordnung bringen, bevor alle Poplins in der Wüste verwelken. Gelbe Wundersamen sind es also, okay. Wenn ich jetzt gleich hier sehe, dass es gelb, wenn da ein Haken ist, dann muss ich tatsächlich in Welt 3 nochmal privat nachgucken. Warum da kein... Ja, da ist tatsächlich ein Haken. Warum hier dann in der Wüste ein Villa kein Haken ist? Dann fehlt da was. Prinz Florian, die Oase ist der einzige Ort in der wolkenlosen Wüste, an dem es noch Wasser gibt.
Früher gab es auch rund um den Palast viel Wasser. Aber das war, bevor dieser Fiesling alles geklaut hat. Auf dieser Oase werde ich aufpassen, aber bitte befreie unseren Palast. Solltest du dich in der weiten Wüste verlaufen, öffne einfach die Karte. Das 2-Stufen-Sprungabzeichen ist perfekt für die Wüste. Blühe auf wie eine Wüstenblume, lieber Kunde. Erstmal den Wundersamen. Ah, erstmal ein Ding und Wundersamen auch kaufen. Okay, was ist das? Stimme mehrere Sprünge in Folge aneinander ab. Nein? Verstanden, das ist also sowas Art wie der Dreifach-Doppelsprung oder sonst was. Ich hab die großen Neuigkeiten schon gehört. Ihr seid hier, um uns zu helfen, stimmt's? Dann solltet ihr wissen, dass es hier in der wolkenlosen Wüste viele versteckte Geheimnisse zu entdecken gibt. Vielleicht sind sie im tiefen Sand oder in einem Gebäude verborgen. Versucht doch, sie alle zu finden. Ich möchte euch ja helfen, aber bei der Hitze wird mir ziemlich schnell blühen. Also werde ich euch einfach von hier aus abfeuern. Ach du Kacke. Okay, einmal drauf. Zwei. Drei. Matt ist dann freigeschaltet und das ist dürfte ein Level oder ein Geheimgang freischalten. Das werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall habe ich schon 3 Level gesehen hier. Wildleben in der Kegelbahn. Ach, kriegen wir hier auch noch ein weiteres neues Item? Das klingt nach dem Kugel-Item da. Elefant? Mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Okay. Okay. Ach, willst du mich verarschen? Wie sieht's zum Geier, habe ich jetzt den Elefanten verloren? Gott, echt jetzt? Ah, dann eben so. Komm halt echt nicht da rein. Du musst mich verarschen. Ah, so besiegt man die. Okay. Dann ist das tatsächlich 2 und da oben ist 1. Aber da brauche ich ja halt tatsächlich den Elefanten für. Jetzt habe ich auch meinen Bohrer verloren. So. Ach, der respawnt doch ganz safe. Ach, da ist eins. Alles klar. Ah. So. Danke fürs Freimachen, Kumpel. Ist hier die Wunderblume eben auch nicht. Und wo spawnen denn die ganzen Kugeln? Elefante? Macht das nicht hier kaputt, okay. Ach, willst du mich verarschen? So, dann ist da oben der... Ach, dürfen wir jetzt echt wieder die Dinger farmen, sammeln gehen? Da oben ist doch Safe 1. Okay, die Musik ist geil.
Okay. Kacke. Ah, nach jedem gesammelten Ding also, hä? Kacke, holy shit. Okay, das ist One-Shot. Alles klar. Nur weil ich tatsächlich hängen geblieben bin, ne? Ach komm, jetzt bin ich schon wieder hier hängen geblieben, ey. So, dann Wunderblume nochmal aktivieren. So, dann Sprung. 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 Andere Richtung. So. Hier runter. Da dann. Da. Da und jetzt einfach laufen. Ach du heilige Maria, Mutter Gottes. Ah so. Ach schon, ist vorbei. Da haben wir das hier. Wir haben tatsächlich bis jetzt erst 2 Level gemacht. Das ist schon krank. So. Wir haben alles. Holy shit. Tatsächlich, wir haben alles. Okay. Dann dürften wir jetzt eine Verschnaufspause wahrscheinlich freischalten. Okay. Haben wir schon mal 2 von 15. Ja, tatsächlich. Da haben wir alles. Verschnaufspause, Wüstenrennen. Raseratte-Rennen. Raseratte? So. Gut. Ach komm, echt jetzt? Ah, verstanden, was sie von mir wollen. Moin! Okay, das ist interessant, dass man auch die so benutzen kann. Dann machen wir noch ein Level, würde ich sagen. Aber was für eins. Falsche Mütze 2. Machen wir das, ja. Das Abzeichen benutze ich sowieso meistens. Also benutzen wir es jetzt nochmal. Machen wir den Abzeichentest. Ich bin jetzt gestorben, weil ich mal das Schütteln ausprobieren wollte. Gut. So. Ach stimmt, hier gibt es ja auch wieder. Halte durch. Kacke. Hier gibt es ja auch wieder die lila Coins. Ja, wunderbar. Gut, Goldflagge haben wir auch erreicht. Also alles bestens.
Wundersam auch. Haben wir tatsächlich jetzt noch zwei kurze Level reingekriegt. Passt doch. Was ist denn das hier hinten? Mal Schwierigkeit 2. Aha, das ist kein Level, das ist aber eins. Naja, dann würde ich tatsächlich sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ciao. Euer Gladius.